mir zu Gast der Autor, Theaterautor, Schriftsteller, Regisseur und Künstler Peter Wagner. Guten Tag. Sie sind hier von Unterwart nach Oberwart gezogen. Und was sind Ihre Erfahrungen im Leben im Burgenland und vor allem in Oberwart? Die sind so mannigfach, dass ich gerade dabei bin, ein Buch darüber zu schreiben. Also was soll ich jetzt zu einem Komplex, ein Themenkomplex sagen, der mich mein ganzes Leben lang irgendwie begleitet hat. Natürlich, Unterwart war das Dorf meiner allerfrühesten Kindheit und als Erwachsener neigt man halt sehr stark dazu, die eigene Kindheit immer wieder zu verklären. Und so kann auch ich zum Beispiel ohne jedes schlechte Gewissen sagen, das waren vielleicht die schönsten Jahre meines Lebens von 0 bis 6. Unterwart war ein Ort, in dem ich zweisprachig aufgewachsen bin, Ungarisch und Deutsch, in dem ich als Kind ohne damals noch viel Verkehr im Ort ganz alleine mit meinem Dreirad unterwegs war und in jedes Haus einkehren konnte, weil ich mich nicht daran erinnern kann, dass es jemals abgesperrte Türen gegeben hätte, egal in welchem Ort. Oberwart war dann für mich als Sechsjährigen, der da in die Volksschule kam, ein gewisser Schock, weil alle meine Freunde aus der Kindergartenzeit in Unterwart geblieben sind und ich hier in ein Biotop gestoßen bin, in dem ich absolut keine sozialen Kontakte hatte als Kind. Natürlich, die baut man sich dann in gewisser Weise auf, aber ich musste als Sechsjähriger mehr oder weniger von Null beginnen und auch das hat dann im Grunde, ich glaube sogar nicht nur mein Leben, sondern auch das Spezifikum einer gewissen Außenseite sehr stark beeinflusst und geprägt. Ich gehe jetzt hinüber zu einem anderen Thema, und zwar ein wichtiges Thema hier im Burgenland. Als Grenzregion zu Ungarn ist die Zeit um den Eisernen Vorhang und die unzähligen Geschichten davon. In Ihrem Film Die Eiserne Grenze erzählen Sie ja die Geschichte von zwei Liebhabenden, die sich über die Grenze hinweg treffen. Was faszinierte Sie damals an einem Eisernen Vorhang und inspirierte Sie, diesen Film zu drehen? Also die Grenze selbst hat mich als Jugendlicher schon extrem nicht nur interessiert, sondern eigentlich geprägt. Mit 16 habe ich ein Moped bekommen und bin mir ziemlich sicher, dass ich fast jedes Wochenende einmal an diesem Eisernen Vorhang war. Ja, entweder in Eisenberg oder in Rechnitz. Und ich habe drüber geschaut und habe in ein Land gesehen, das so ausgesehen hat wie meines. Nur was für eine Macht war dieser Vorhang, der da Welten trennen konnte, obwohl diese Welten ja rein optisch ziemlich gleich waren. Also die Tatsache, dass ein von Menschen physisch aufgestellter Zaun nicht nur politische Systeme, sondern letztendlich dann auch sich entwickelnde Kulturen trennen kann, das hat mich fasziniert. Natürlich auch mit einem gewissen Abscheu fasziniert. Und was ist dann, wenn man also zu meinem Film Die Eiserne Grenze kommt, was ist dann im Endeffekt das, was Menschen vereint und trennt, das Entscheidende? Find, man hat eine gewisse Anziehung zueinander, eben weil dieser Zaun zwischen uns ist und wir möchten den eigentlich wegkommen. Aber was passiert, wenn er weg ist? Was kommt dann? Dann stehen wir plötzlich voreinander und wir erschrecken, dass wir uns so nahe sind. Dass alle Trennungen zwischen uns, die uns bis jetzt ja auch geschützt haben, dass die weg sind. Und so ist es letztendlich auch politisch passiert. Wir wollten diesen eisernen Vorhang wegkommen und als er weg war, haben wir ihn wieder aufgebaut. Nur von der anderen Seite. Wir haben ihn wieder aufgebaut. Denn dann sind plötzlich zu viele Ungarn gekommen. Dann hat man plötzlich das Gespenst der Überflutung unseres Arbeitsmarktes gesehen. Also ich habe das natürlich metaphorisch in eine Liebesgeschichte verpackt. Wir haben uns so gern und wir würden uns so gern die Nähe wünschen, solange dieser Zaun zwischen uns ist. Aber wenn er weg ist, kann es sein, dass wir plötzlich nach dem Zaun verlangen, weil wir uns viel zu nahe sind. Und das passiert nicht nur in menschlichen Liebesbeziehungen so, das passiert auch in vermeintlichen Liebesbeziehungen zwischen Völkern so. Weil die Ungarn wollten zu uns und mit Recht, denn warum sollen sie auf Dinge verzichten, die wir haben, einen Kühlschrank, Fernsehgerät und alles Mögliche. Und wir sind noch Ungarn, weil wir ihre Salami und ihr Essen geschätzt haben und ihr Wein und den Balaton und den Baratsk und alles Mögliche. Wir haben uns ja immer wiederum gesucht und auch gefunden.
Aber als dann diese physische Grenze da war, sind wir plötzlich erschrocken, dass es vielleicht mit uns näher werden könnte, als es die Politik überhaupt für opportun befindet. Und dann haben wir angefangen, unsere Grenzkontrollen zu machen und so quasi unsere Grenze zu schützen. Also Sie würden sagen, dass der Bezug zu Ungarn früher sehr zielstrebig war, dass die Menschen mit Ungarn etwas zu tun haben wollten, aber wie der Eisen vorhin gefallen ist, bitte bleib's da. Ich glaube, dass man einen gewissen Reiz zum anderen hin verspürt hat. Nach Ungarn zu fahren vom Burgenland aus war durchaus eine adrette Geschichte. Meine Eltern haben es gerne gemacht, dann ist man mit einer Stange Zigaretten und einer Salami und vielleicht irgendeiner Floschenparatz zurückgekommen. Das hat man dann schön im Kofferraum versteckt. Ja. Mhm. Und umgekehrt der Reiz für die benachbarten Ungarn in Österreich zu arbeiten, nun nein, man verdient noch mehr. Viele Facharbeiter aus Ungarn haben ihr Land mittlerweile verlassen und leben da im Burgenland oder in Wien oder was der Teufel wo, weil sie sich einfach einen ökonomischen Vorteil davon versprechen und den ja auch tatsächlich erhalten. Aber dass deshalb durch den Fall des Eisernen Vorhangs und durch den exotischen Reiz, der dadurch weggefallen ist, die Liebe zueinander riesig gewachsen wäre, davon kann eigentlich keine Rede sein. Sie sind ja mit dem Moped immer als jugendliches Kind zu den Grenzregionen gefahren. Wie war die Situation und die allgemeine Stimmung der Bürger? Ich glaube, dass man es sich über die Jahrzehnte einfach an der Grenze eingerichtet hat. Interessant, dass die Roma zum Beispiel im Heiligenkreuz, die sind nach Ungarn durch den Eisernen Vorhang durch einkaufen gegangen. War alles billiger dort und das hat man durchaus toleriert. Wir waren es irgendwie gewohnt, wirklich äußersten Eck des westlichen Mitteleuropas zu sein. Wir waren Rand. Vielleicht sind wir noch immer Randgebiet, aber es hat dann doch irgendwie geheißen, wir sind durch die Öffnung Osteuropas, durch den Fall des Eisernen Vorhangs, wir sind sozusagen dadurch in die Mitte Europas gerückt. Ich halte das ein bisschen für übertrieben. Wir sind nach wie vor Provinz, aber natürlich sind wir tatsächlich in einem wesentlich heterogeneren und größeren und auch schwierigeren Europa. Also wenn wir nur daran denken, die Identität der ehemaligen sogenannten Ostblockländer im heutigen Europa, in der heutigen EU. Die Schwierigkeit der Annäherung, ganz extrem natürlich in der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten, die bis heute nicht abgeschlossen ist und bis heute jede Menge an sozialen und sozialpsychologischen Problemen nach wie vor aufwirft. Denken wir auch jetzt in der Corona-Zeit an gewisse Ressentiments, die wir in Österreich, die vermeintlichen Musterknaben in der Bewältigung der Pandemie, den sogenannten Westbalkanländern gegenüberbringen und so weiter und so fort. Also diese Ressentiments, die von einem zurückgebliebenen Osten und einem hochentwickelten West, wie sie sich nach dem Weltkrieg entwickelt haben, die sind ja heute so schlagend wie damals. Also finden Sie es wichtig, dass wir uns an die Grenze erinnern sollten oder eher nicht? Prinzipiell sollten wir uns an jede Grenze erinnern. Ich meine das aber in einem metaphysischen Sinne. Was die politischen Grenzen betrifft, bin ich unglaublich froh, dass sie gefallen sind. Ich liebe es, dass ich in Italien die Schilling nicht in Lire umwechseln muss. Ich liebe es, dass ich keine Wahnsinnsgrenzkontrollen habe, wenn ich Grenzen passiere. Ich bin also ein absoluter Fan eines vereinigten Europa, weil ich eben auch ein anderes Europa erlebt habe, wo man Stunden, wenn nicht Tage, an den Grenzen gefangen war, mehr oder weniger, und nicht weiterreisen konnte, in Zugabteilen gesessen ist, stundenlang, nächtelang. Allein von Österreich nach Berlin zu reisen, war eine psychische Herausforderung. Ja, wirklich. Also das ist nicht so ohne. Und du hast immer Leute mit Kalaschnikows oder mit Gewehren oder mit irgendwas da stehen gehabt. Also die Grenze war immer so physisch spürbar auch. Und ich liebe es, dass sie das nicht mehr ist. Allerdings, wie wir gesehen haben, seit 2015, die Migrationsbewegungen, sie können von heute auf morgen wieder aufgebaut werden und werden ja auch wieder aufgebaut. Ungarn als Vorreiter in die Richtung, aber Österreich sieht da
locker mit. Ja, und irgendwann ist der Stacheldraht wieder da. Und irgendwann sind die bewaffneten Polizei- oder Heereseinheiten auch wieder da. Die Grenze selber ist etwas, was uns über die Jahrhunderte geprägt hat, nämlich weltweit, solange Nationalstaaten sich selbst zum Nonplusultra einer politischen Daseinsberechtigung erheben, solange wird dieses Ungetüm der politischen Grenze auch schwer zu überwinden sein. Und es hängt uns einfach nach wie vor nach. Die Grenze ist in jedem einzelnen Kopf, in jeder einzelnen Psyche, in jeder einzelnen Fantasie und in jedem Traum irgendwie vorhanden. Und da wartet schon noch einige Arbeit auf uns, bis wir erkennen, dass der Mensch doch in seiner Gesamtheit eine geeinigte Strategie braucht, um das, was auf uns zukommt, irgendwie zu bewältigen. Und sonst geht der Planet zugrunde. In dieser sehr schwierigen Zeit, welche Rolle hat die Kunst gespielt? Keine und eine große. Ich weiß nicht, wer das war, ein Theatermann, der Bertolt Brecht uraufgeführt hat, ich glaube Piscator oder Kressen. Der hat gesagt, wenn man mich fragt, was das Theater verändert hat, dann muss ich sagen 0,0%. Aber es gibt einen anderen Aspekt, nämlich nicht, ob die Kunst eine verändernde und eine erweiternde Rolle spielt oder spielen soll oder spielen muss. Es ist wichtig, dass es sie gibt, dass der Betrachter für sich selbst ein Angebot erhält, sein Leben durch die Kunst, durch das Bildnis, durch die Aktion, durch die Reflexion zu reflektieren. Also wirklich wie einen Spiegel. Nicht das Engagement der Künstler ist entscheidend, sondern dass die Kunst etwas anbietet, was den Betrachter selbst bereichert, weil er sich dem ausliefert. Die Kunst hat ihre Daseinsberechtigung vor allem dadurch, dass es sie gibt und nicht dadurch, dass sie ein bestimmtes Ziel verfolgt. Das ist unwichtig. Ob die Kunst selber das glaubt, ist vollkommen wurscht. Es ist aber nicht wurscht, ob es sie gibt oder nicht. Und somit gibt es Angebot für diejenigen, die etwas von ihrem Leben erfahren wollen. Da hat über die Jahrtausende die Religion ihre Funktion gehabt. Seit der Aufklärung ist es evident, dass die Kunst mehr und mehr diesen Part der Spiegelung übernimmt. Und speziell die Moderne und das 20. Jahrhundert haben wir dafür ganz eklatante und bahnbrechende Zeugnisse geliefert. Kunst ist nur wichtig dadurch, dass es sie gibt. Ich bedanke mich für diese sehr ehrlichen Worte. Ja, danke. Ich darf mich auch von Ihnen verabschieden. Das war die Late Night Talk mit mir, Denise Steinkl. Und ich bedanke mich nochmal bei Ihnen, Herr Peter Wagner, dass Sie zu uns gekommen sind. Dankeschön. Danke auch.